begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ich bin immer wieder begeistert, was Menschen uns schreiben, was Gott an ihnen getan hat. Und das gibt so viel Hoffnung für jeden, der Gottes Hilfe braucht. Und das möchten wir euch weitergeben. Ja, wir möchten Hoffnung weitergeben. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen. Nicht mehr, sondern besser. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Nicht mehr, sondern besser. Wir leben in einer Zeit, wo wir immer mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen. Größer, höher, weiter. Das größte, allergrößte Kreuzfahrtschiff wird gerade gebaut mit 9500 Passagiere und keiner braucht es gerade. Und genauso das größte Flugzeug, wir wissen es, der A380, ja, kaum einer braucht es gerade. Also größer ist nicht immer besser. Und ich sag dir auch, ehre das, was du erreicht hast. Ehre das und mach es besser. Warum machen wir nicht das besser, was wir haben? Wo ist das eine, wo du richtig gut bist? Du hast Gaben. Und das ist das, was du ausbauen solltest, deine Gaben. Ich habe eine wunderbare Schwiegermutter und die hat eine Gabe zu backen. Und die backt den weltbesten Hefezopf. Und da hat sie wirklich, wirklich eine Gabe. Und es gibt jemand, der macht die besten Schlachtplatten. Dann gibt es jemand, der beschenkt Menschen mit einer riesen Freude, nicht nur wenn Geburtstag ist. Und dann gibt es Menschen, die können richtig gut so fast alles reparieren. Oder gibt Menschen, die können richtig gut mit Finanzen umgehen. Was ist deine Gabe? Ich sag dir, tu nicht immer alles höher weiter, sondern mach das, was du hast, besser. Nütze die Gabe, die du bekommen hast und bau sie aus. Danke, Herr, dass du uns Gaben gegeben hast. Und wenn sie vielleicht noch so unscheinbar sein mögen, Herr, dass wir in dieser Gabe dienen und nicht die Welt als Vorbild haben, die grenzenlos oben raus möchte. Herr, du hast uns ein Spektrum gegeben, in dem wir das Beste machen dürfen und machen sollen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Und ich rate dir oder wünsche mir, dass du in den Chat oder in die Kommentarzeile schreibst, was deine Gabe ist. Und wir möchten für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und ein Mann schreibt uns ein Gebetsanliegen für seine Frau. Meine Frau hat Corona. Sie hat sehr starken Brechreiz seit 7 Tagen. Sie ist auch sehr schwach und isst fast nichts. Bitte betet für sie, dass sie wieder gesund wird. Vielen Dank für eure Gebete. Mit lieben Grüßen und Gott segne euch. Und Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt für diese Frau einstehen dürfen, die Corona hat. Und ich danke dir, dass du diesen Magen oder diese Übelkeit wegnimmst, dass du diesen Magen wieder in Ordnung bringst. Danke, Jesus, dass dieser Brechreiz verschwindet und dass alle Nebenwirkungen verschwinden. Im Namen Jesus, und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du sie wieder heil machst und vollkommen gesund. Und auch all die anderen Menschen, die an Corona leiden, die irgendwelche Wirkungen haben, Nebenwirkungen oder was auch immer. Danke, Jesus, dass du diese Menschen berührst und dass du alles wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückbringst. Dass du ein Gott der Wiederherstellung bist und dass du alles wunderbar machst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Aus der Schweiz schreibt uns eine Frau folgendes Gebetsanliegen. Guten Tag, ich möchte um Gebet bitten. Ich habe im September einen kleinen Knochen in meinem linken Fuß gebrochen. Es hat dann Entzündungen im Gewebe gegeben, welches sich auch noch weiter im Körper verbreiten kann. Seit 2 Wochen ist meine rechte Hand angeschwollen und steif geworden. Es ist schmerzhaft und es fehlt an Kraft. Ich möchte auch für das rechte Knie bitten. Das Becken ist ungleichmäßig und es belastet das Knie. Lieben Dank und herzliche Grüße.
Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst und dass du auch diesen Fuß und dieses Bein und auch diese Hand kennst. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom gerade jetzt fließt, dass die Schwellungen abklingen und dass die Schmerzen verschwinden. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, auch über diese Person, die deine Hilfe benötigt. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch ihren Leib fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Oder ruf auch an bis 13 Uhr heute am Telefon. Folgendes Gebetsanliegen erreicht ihr uns per E-Mail. Liebes Gebetsteam, bitte betet für mich um Heilung. Ich leide seit Jahren an ständiger Erschöpfung, die sich in den letzten Monaten so verschlimmert hat, dass ich am Rande der totalen Arbeitsunfähigkeit stehe. Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen. Ja, ich glaube, dieses Anliegen, das haben viele. Und gerade so mit Corona-Folgen höre ich das immer wieder, so diese Erschöpfung. Und da wollen wir jetzt dafür beten. Danke, Herr. Danke, Herr, du kennst jetzt diese Person, die geschrieben hat und all die anderen, die sich da einklinken. Herr, danke, Herr. Herr, schenke neues, göttliches Dynamit in die Herr, in die Herzen und in den ganzen Leib, in den ganzen Mensch hinein. Ich danke dir dafür, Herr, Herr, eine frische und eine richtige Gesundheit, Herr. So ein richtiger Frühling hinein. Ich danke dir dafür, dass wieder Freude macht zu arbeiten, wieder Freude macht auf dieser Welt zu leben. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du es schenkst. Amen. Amen. Eine Mutter bittet für ihre Tochter um Gebet. Bitte betet für meine Tochter, dass sie gesund wird. Sie hat einen Tumor im Unterbauch, der entfernt und untersucht wird. Ich mache mir große Sorgen, vertraue aber auf Gottes Hilfe. Sie hat einen 15-jährigen Sohn, für den es alles auch sehr beängstigend ist. Oh Herr, danke, danke, dass du auch diesen Tumor kennst und der gehört nicht dorthin. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass Heilung in dir ist, in deinem Sieg am Kreuz ist Heilung. Und Herr, wir gebieten diesem Tumor, dass er weicht aus diesem Bauch und wo er sitzt, dass er weicht, dass er vertrocknet und verschwindet in Jesu Namen. Danke, Vater im Himmel. Danke, Herr, dass Heilung möglich ist. Ich danke dir dafür. Schenk auch all den Beteiligten, Sohn und Mutter auch viel Kraft und Glaube. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet, das berichten uns sehr viele Menschen. Und da schreibt uns jemand, hallo ihr Lieben, vor 2 Wochen hatte ich euch Sonntag geschrieben, dass ich Gebetsunterstützung brauche. Habe meine Stelle gekündigt wegen Rückenbeschwerden. Es war im Ort eine Stelle ausgeschrieben. Am nächsten Morgen stellte ich mich persönlich vor und bekam sofort die Stelle. Genau wie ich es wollte. Kein Wochenende mehr arbeiten und kann zu Fuß hinlaufen. Alle Ehre gebührt Gott. Er ist so gut. Auch vielen Dank für euren Dienst. Ist doch wunderbar, wie Gott immer wieder sorgt. Ein weiteres Zeugnis erreichte uns per WhatsApp. Liebe Freunde, vor genau 3 Wochen erwähnte Daniel, dass Gott Zahnfleisch berührt und auch, dass getrennte, zerbrochene Beziehungen an Weihnachten wieder in Kontakt kommen werden. Beides hat sich erfüllt. Ich hatte eine schmerzhafte, blutende Zahnfleischentzündung. Gott hat mein Zahnfleisch total geheilt. Habe auch keinen Zahn verloren und von unserem Sohn haben wir gestern ein Lebenszeichen bekommen. Wie wunderbar. Auch eine kaputte Heizung kann ein Gebetsanliegen sein, besonders im Winter. Und jemand schreibt, danke für euer Gebet, unsere Heizung läuft wieder und es ist schön warm bei uns. Gott hat mich nicht verlassen, schreibt diese Frau. Ich hatte mich wegen eines riesigen Atherom im Gesicht an sie gewandt, das operiert werden musste. Eine gewaltige Narbe und die Entstellung meines Gesichtes drohten mir. In der Nacht vor dem Arzttermin fühlte ich mich stark von spöttischen Gedanken bedrängt, die mich bedrängten, den Teufel anzubeten, der mir helfen würde. Er würde mir helfen und danach könne ich ja wieder zu Gott beten. Ich betete eindringlich zu Gott und die Stimme verschwand.
Am nächsten Tag zeigte sich beim Arzt, dass ich wohl optisch glimpflich davonkommen werde. Ich wurde zweimal operiert und muss möglicherweise noch ein weiteres Mal operiert werden. Die Narbe wird akzeptabel sein. Gott hat mich nicht verlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete und für die wunderbaren Texte, die mich tief berühren. Sie finden genau die Worte, die mir helfen. Danke. Und der Teufel will uns immer einreden, Gott kann nicht. Aber Gott kann und er lässt uns nicht im Stich. Ja, Gott kann. Gott kann. Das ist das Wunderbare. Und auch das mit der Heizung, das spricht mich an, so als Haustechniker, wo auch im Zentrum so manches manchmal klemmt oder mal die Heizung nicht geht. Ja, das sind Gebetserhörungen richtig aus der Praxis. Hast du auch sowas erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden uns freuen, wenn wir das hier vorlesen können. Ja, ich möchte dich mal heute auffordern, praktisch dir mal wirklich klar zu machen, was so deine spezielle Gabe ist. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und überlege, was so deine spezielle Gabe ist. Nicht, was du am liebsten tun würdest, wenn du es könntest, sondern was so deine Gabe ist. Das kann so was Kleines, wo du sagst, es ist so gering. Und ich sage dir, baue diese Gabe aus, nütze sie, denn Gott hat sie dir gegeben. Du darfst uns gerne weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, und ich möchte dir unser neues Magazin empfehlen, das neu rausgekommen ist. Wenn du es noch nicht hast, bestelle es. Du siehst es gleich hier im Clip. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wenn du diese Predigt ganz sehen möchtest, nicht mehr, sondern besser, dann schau auf unserem Predigtkanal auf YouTube, da kannst du die volle Länge sehen. Und wir verabschieden uns für heute, wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.